Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem kleinen Angespielt von den Brothers. Hier zu sehen Theme Park World, ein richtig geiles Spiel, die Version für die PlayStation 2. Ich habe hier schon mal einen kleinen Park aufgebaut, bzw. angefangen zu bauen. Das hat jetzt, was weiß ich, 10 Minuten gedauert oder so. Das ist eine Parkbausimulation. Man hat hier in dem Spiel einen kleinen Helfer, den werdet ihr später bestimmt sehen. Der taucht dann da unten rechts auf, der liest dann meistens hier diese Nachrichten vor, dass da jemand in den Park geschissen hat oder was rumschmeißt. Man sieht hier da, ich kann auch rumlaufen, das ist auch, ach Gott, was ist hier denn los? Und da hat noch jemand einen erfahren lassen. Hier, was ist, Mr. Security Guard, bitte, ja? Oh, da ist er. Scherzkeks hat hier eine Stinkbombe in deinen Vergnügungspark geworfen. Du solltest sie schnell wegräumen lassen, bevor den Besuchern übel wird. Ehrlich, das warst du doch selbst, du Drecksack. Witze deiner Clowns. Ja, also, eine Simulation. Man baut hier seinen Park auf. Das Baumenü sieht hier wie folgt aus. Hier sind die Attraktionen drin. Dann, ich möchte zurück. So, der Controller hat sich verabschiedet. Das ist natürlich sehr passend. Ich hoffe, der bleibt noch kurz an. Hier sind die Attraktionen drin. Da sind weitere Attraktionen, die ich noch nicht erforscht habe. Man kann hier nämlich erforschen, auch Achterbahnen hin und her. Hier sind Läden, also Hamburgerstände, Trinkhallen und so weiter zum Futtern. Wie aber auch so Läden wie Kostümladen oder Ballonkram und so. Also man kann hier wirklich viel machen, vor allem bei den Extras. Ne? Damit kann man den Park verschönern, aber auch nützliche Dinge wie Überwachungskameras, Mülleimer. Ah, ist das vielleicht der Grund, wo... Wer scheißt denn hier rum? Das ist vielleicht der Grund, warum das so viel Müll rumliegt, Leute. Habe ich vorhin wahrscheinlich vergessen hier in dem Testpark. Beziehungsweise ich werde den behalten. Ja, ganz nah oder ganz weit umfasst. Also man baut eben einen Park auf und versucht mit diesem Park möglichst lange für immer, was weiß ich, im Geschäft zu bleiben. Und es fängt an bei der richtigen Positionierung der ganzen Sachen. Wenn man die Wege nicht richtig macht, auf denen die Besucher laufen, dann kommen sie nicht hin. Und endet in diesen Einstellungen, zum Beispiel hier die Tempokapazität oder die Dauer der Fahrt zu verändern, damit wiederum das Teil nicht so schnell kaputt geht und dann nicht so oft repariert werden muss vom Personal, das man einstellt und. Also es gibt ganz, ganz viel zu tun. Das Spiel ist schon ziemlich alt, aber gerade dafür, dass es schon so alt ist, ist es so durchdacht. Die Sounds wurden extra aufgenommen, da habe ich vor kurzem Wallen erzählt. Die Sounds wurden aufgenommen in Parks, das Rumgeschrei, wenn man Achterbahnen baut und hin und her. Man muss jetzt natürlich bedenken, in dem Spiel ist es aufgeteilt, man kann verschiedene Parks haben. Das hier ist ein vergessene Welt Park. Es gibt aber auch Halloween-Parks und, also verschiedene Themen praktisch. Und man ist pro Park auf dieses Thema begrenzt, aber es gibt so viele Sachen dann immer für diese einzelnen Parks, dass man da sich nicht wirklich begrenzt fühlt. So, hier sind die Mitteilungen. Deine Besucher finden die Eintrittspreise zu billig. Das hört man natürlich gerne, da kann man nämlich direkt hier mal, ne, Parkdaten, Besucherinformationen da unten anheben. Wir sind jetzt schon bei $100 pro Knilch, der rein will. Gucken wir uns mal kurz diese lachenden Gesichter an, die da $100 loswerden. Das macht Spaß, ja, das ist schön. Das fand ich damals als Kind auch extrem innovativ und geil, dass man in den Park rumlaufen kann. Und jetzt passt auf, man kann sogar die Sachen fahren. Ich mach's mal eben, ich fahr mal hier bei dieser Fliegenfalle mit. Zack, einsteigen und schon kann ich mitfahren. Ja, das ist ganz ruhig. Gestikuliert er da unten rum. Was auch cool ist, man kann diese Spiele hier spielen. Also zum Beispiel das hier, ja, ist jetzt kein... besonderes Vorzeigeding. Na, man schaltet die Stärke ein, dann Schlag. Bam! Yay! Und wenn man diese Spiele erfolgreich spielt, alle, die man im Park hat, hier ist noch so ein Ding, wo man Sachen hin und her schiebt und was weiß ich, also es, dann bekommt man goldene Eintrittskarten und die sind ganz wichtig. Da oben links seht ihr, ich habe gerade 6 Stück. Denn mit diesen goldenen Eintrittskarten könnt ihr dann wiederum... Oh Gott, ich muss kurz den Affen ausschalten. Lalala. So. Ich hoffe, das ist... Okay. Mit den goldenen Eintrittskarten kann man sich dann wiederum den Zutritt zu neuen Parks verschaffen und natürlich auch dann zu neuen Sachen, die man bauen kann. Und jetzt, wo wir schon bei Sachen sind, die man bauen kann... Man kann neue Sachen erforschen. Hier, es gibt diesen Forschungsbums, da kann ich dann neue Attraktionen, Läden, Buden, Extras und Ausrüstung erforschen. Und der Affe, willst du mich verarschen, mein Freund? Ich dachte, das wäre das... So, ja, diese Nachrichten sind natürlich auch wichtig. Jetzt mal kurz noch so nebenbei, wenn er da babbelt, dass die Hunger haben und so. Weil dann muss ich nicht extra hier in diesen Modus gehen. Da sehe ich dann die häufigsten Gedanken der Bewohner. Essen, Durst und sie freuen sich, was ja schon mal nicht schlecht ist. So, gegen den Essenskram kann ich jetzt natürlich direkt so eine Burgerbude bauen. Und wenn sie was trinken wollen, sollen sie sich doch mal in eine Trinkhalle begeben. So. Ja, dann kann man Leute einstellen hier. Wächter, Mechaniker, Putzleute, Forscher und Clowns. Dann gibt es da verschiedene Unterformen, Lohnklassen und die haben verschiedene Motivationen. Und dann kann man wiederum auch die Leute weiterentwickeln, beziehungsweise eben auf Fortbildung Dings
Man kann sie eben, ja, weiterentwickeln. Die sind nicht wirklich weg da. Es geht sofort. Man kann die Attraktion aufbessern. Man kann alles Mögliche aufrüsten. Und, wie gesagt, auch neue Sachen erforschen, was ziemlich cool ist. Ich habe schon alle Buden. Gibt es dann vielleicht noch einen, den ich noch nicht gebaut habe? Ja, diese hier. Die Spielbuden sind ziemlich cool, weil da eben, da kann man dann auch wieder die Gewinnchance einstellen. Hier. Gewinnchance kann man einstellen, den Gewinnwert und natürlich einfach den Preis. Und es macht einfach so Spaß, das alles zu durchdenken. Also wenn man so ein Manager, so ein Spiel von Manager-Spielen ist, dann ist es auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und ein neues Extra wurde erfunden. Damit kann man einfach seinen Park verschönern. Ne? Da sieht man dann hier einen großen Felsen. Komm, den kloppe ich jetzt mal da oben hin. Und dann kann man dann natürlich noch irgendwie einen Weg bauen. Mache ich mal kurz. So, jetzt habe ich mal eben den Weg hier drumherum gemacht. Also man kann den Park natürlich auch beliebig erweitern. Halt doch mal die Gosch. Deine Forscher haben einen neuen Bums entwickelt. Das ist aber schön. Darauf habe ich noch gewartet. Das ist das Coole hier. Da macht es am meisten Spaß, eigentlich den Kram zu bauen. Und zwar die Achterbahn. Ich klatsche die Achterbahn hier hin und kann jetzt praktisch anfangen, die eigentliche Achterbahn, die Strecke zu bauen. Ich mache das jetzt so. Erstmal baut man die praktisch, praktisch nur den einfachen, Teil der Achterbahn, hier die Dinger, wo langs eben verlaufen soll. Und dann kann man das Teil dann noch anheben und schräg machen und was weiß ich und alles Mögliche. Und das war schon richtig cool. Also einige kennen sicherlich auch Rollercoaster Tycoon oder wie das heißt. Ich glaube, Theme Park World ist aber noch ein Ticken älter. Und ja, das ist so crank. So. Und jetzt kann ich die Dinger verändern, ne? Man sieht hier über die Höhe. Und dann kann ich die so seitlich machen und was weiß ich. So, das nächste. Das machen wir ganz runter. Genau. Auch ganz runter. Und jetzt voll den Hardcore-Anstieg mit so einer Kurve nach rechts. Die fahren da schon. So. Und jetzt natürlich wieder runter. Oh, da komme ich an die Pallen dran. So, die Kurve. Gut, ist natürlich nicht das geilste Ding, was ich jetzt hier baue, aber es ist halt einfach nur so auf veranschaulichen, was man da alles machen kann. Ende. Okay. Habt ihr gesehen? Die Achterbahn wird als langweilig gewertet. Das ist ja wohl lächerlich. Will ich jetzt mal sofort erfahren, wie langweilig diese verdammte Achterbahn ist. Los geht's. Let's go. Oh Gott. Oh Gott. Es ist so langweilig. Wahrscheinlich denken alle, die mich jetzt gerade hören, dass ich mir einen Keul oder so. Aber ja, die Achterbahn ist enorm. Die ist echt enorm. Geil. Geil. Ja. Und das war so krass. Da ist einem der Kopf explodiert, wenn man das gespielt hat. Man konnte die Sachen selbst fahren. Also das ist, wenn das nicht, oder? Dann weiß ich auch nicht, was ich da dazu sagen soll. Wirklich sehr geil. Das ist wirklich sehr, sehr geil. So, jetzt habe ich ja gerade FPS-Probleme, egal. Ich habe bestimmt einige Sachen vergessen, aber egal. Und ja, ich kann es echt wirklich nur empfehlen. Das ist wie gesagt die PlayStation 2-Version, das gibt es doch für PlayStation 1 und doch für den PC. Und Norton führt eine Hintergrundaufgabe aus. Ach, deswegen leckt es hier so komisch. Jetzt weiß ich natürlich Bescheid. Goldene Eintrittskarte. Du gewinnst eine... Wie früher die Walkmans, wenn die Batterien leer waren. Wisst ihr noch Bescheid? Ja, das kennt ihr, das kennen doch noch sicherlich einige von euch. Man hört gerade so schön die neuen schlumpfen Hits auf Kassette und dann... Theme Park World. Soweit, so viel dazu. Also, geiles Spiel, holt's euch und spielt es, bis ihr brechen müsst. Weil das ist so geil.